Im Schwerpunkt von Bauen und Wohnen geht es heute um das Thema Barrierefreiheit. Ein Wort, das ganz viel gebraucht wird, aber auch ganz oft missverstanden wird. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Roy Lidenthal, Geschäftsführer der GSB Sigmaringen, und Roland Singh, Vorsitzender des VdK Baden-Württemberg. Herzlich willkommen hier im Studio. Guten Tag. Herr Lidenthal, Barrierefreiheit. Was versteht man überhaupt darunter? Kann es sein, dass das Wort auch ein bisschen falsch gewählt ist? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es geht ja natürlich in erster Linie darum, sein Lebensumfeld so zu gestalten, dass alle Generationen barrierefrei ihr Leben gestalten können. Und wenn sich die Menschen aber damit beschäftigen, dann schwirren ganz viele Begriffe durch den Raum. Barrierefrei ist da nur einer, barrierearm gibt es, es gibt altersgerecht, es gibt rollstuhlgerecht. Und zu Recht ist man da verwirrt, wenn man sich anfängt, mit dieser Materie zu beschäftigen. Letztendlich gibt es nur zwei Begriffe, die sozusagen genau definiert sind. Das ist einmal die Barrierefreiheit und die Rollstuhlgerechtigkeit. Das Rollstuhlgerechte gemäß der DIN. Und diese zwei Begriffe sind belegt und genau definiert. Und der interessierte Mensch in diesem Bereich sollte sich daran orientieren. Herr Singh, jetzt hat das ja nicht nur das barrierefreie Auswirkungen genau auf die Gestaltung des Raumes, sondern auch auf den sozialen Lebensraum der Menschen, oder? Natürlich. Und Barrierefreiheit muss in vielen Bereichen stattfinden. Ein paar Beispiele. Das beginnt beim eigenen Wohnen zu Hause, das beginnt bei öffentlichen Gebäuden, das ist der Arbeitsplatz, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Man kann unendlich viele Beispiele dabei zeigen. Wichtig ist, dass Menschen wirklich am Leben aktiv teilnehmen können, dass sie nicht ausgegrenzt, ausgeschlossen sind. Und deshalb umfasst Barrierefreiheit auch noch andere Themen, wie zum Beispiel verständliche Formulare oder für Behinderte ist zum Beispiel wichtig bei Beeinträchtigungen des Sehens oder des Hörens, dass man dort hilft. Da können auch Medien noch das eine oder andere dazu beitragen. Jetzt wissen wir, Barrierefreiheit wird immer wichtiger. Derzeit haben wir ungefähr in Deutschland 700.000 altersgerechte Wohnungen. Wir haben jedoch einen Bedarf von rund 2,75 Millionen. Das ist eine ganz schöne Lücke und die wird noch immer größer. Was kann man jetzt dagegen machen? Weil man hört immer, es wird ja gebaut, aber anscheinend doch nicht so barrierefrei, wie es immer heißt. Ja, das ist ein großes Problem. Wenn explizit seniorengerecht und barrierefrei gebaut wird, dann haben die Planer und Architekten ganz oft auch die Pflegebedürftigkeit schon im Kopf, was dann wiederum dazu führt, dass sich Bewohner, die nicht pflegebedürftig sind, schon durch diese Begriffe ein bisschen stigmatisiert fühlen. Das ist eines der Probleme. Aber in der Tat gibt es da einen riesen Nachholbedarf, zumal die Wohnung als weiterer Pflegestandpunkt und Standort eine immer größere Bedeutung gewinnt. Viel Pflege wird in Zukunft in den eigenen vier Wänden stattfinden, weil es gar nicht alles in den Pflegeheimen abgeleistet werden kann und die Zahl der pflegebedürftigen Menschen eben auch weiter steigen wird und das alles nicht über Pflegeheime abgedeckt werden kann. Von daher brauchen wir in ganz großem Umfang zusätzlich barrierefreien Wohnraum in Zukunft. Herr Singh, was muss ich jetzt ändern dabei bei dem Ganzen? Weil das ist ja so wichtig, das Thema barrierefrei, auch dass die Menschen zu Hause bleiben können. Ja, das Denken muss sich ändern. Ja. Und zum Beispiel ist Barrierefreiheit schon wichtig für Ältere, aber eben nicht nur. Die Mutter mit dem Kinderwagen braucht Barrierefreiheit. Der Fahrradfahrer mit seinen Satteltaschen, der einfach eine Unterquerung nicht schaffen kann, braucht Barrierefreiheit. Es gibt Menschen, die kommen bei Gehsteigen nicht klar, wenn sie nicht abgesenkt sind. Und da muss auch der öffentliche Bereich viel, viel mehr darüber nachdenken, was denn da verändert werden kann. Und da ist es am allerbesten. Man nimmt die Bürger mit, man nimmt das Ehrenamt mit und die können am besten sagen, was in der Kommune zu verbessern ist. Jetzt ist man ja immer so, dass man sagt, Barrierefreiheit kostet auch Geld. Also ein Umbau, den bekommt man nicht geschenkt. Der ist auch teuer und es gibt auch Fördergelder. Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann kommt immer die große Frage bei Fördergeldern, an wen darf ich mich überhaupt wenden? Wer berät mich überhaupt? Also ganz wichtig ist, dass man jetzt wirklich anfängt. Zum Beispiel hat der Sozialverband VdK Baden-Württemberg mit der Architektenkammer eine Vereinbarung, dass einfach bei Neubauten sofort barrierefrei gedacht wird. Das ist schon mal wichtig. Dann sind spätere Generationen mit dem Problem so nicht konfrontiert. Das Zweite ist, es gibt für Menschen ohne Beeinträchtigung, gibt es aber schon Fördermittel. Da kann man beraten,
Da kann man informieren drüber. Das kann auch die Wohnberatung des VDK. Wir haben das extra eingerichtet mit hauptamtlichen Kräften. Und dann gibt es etwas ganz Wichtiges für pflegebedürftige Menschen. Viele wissen nicht und die Angehörigen wissen nicht, dass die Pflegekassen hier nennenswerte Beträge als Zuschüsse leisten müssen, sie auch leisten, aber wenn man sie nicht beantragt, bekommt man sie auch nicht. Und deshalb sollte eigentlich jeder, der jemanden kennt, der pflegebedürftig ist, sich erkundigen und das kann er auch beim VDK. Herr Lilienthal, was muss ich jetzt ändern oder was sehe ich auch, wenn ich Wohnung kaufen will? Ist das wirklich barrierefrei oder ist das nicht oder ist das nur wieder das Deckmäntelchen? Und welche Möglichkeiten habe ich auch dabei? Ja, es sind da zwei Themen, wenn ich mich einmal selber damit beschäftige, zu bauen. Ja, da gibt es sehr viele Checklisten im Internet, wo ich mich schlau machen kann. Wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, sind die zwei Begriffe, die gesetzlich hinterlegt sind. Barrierefreiheit bzw. rollstuhlgerecht nach der DIN. Und an diesen Vorschriften kann ich mich mal orientieren. Dann kann ich auch, wie der Herr Singh gerade schon, an die Wohnraumberatung verweisen, das VDK, wo man eben dort tolle Informationen kriegt. Wichtig ist, dass man sich die Baubeschreibung und die Pläne genau anschaut. Ganz wichtig für eine Barrierefreiheit, auch für die Zukunft, sind Platz, Bewegungsfreiheit in der Wohnung. Es ist die Frage, gerade im Sanitärbereich, kann ich den nutzen, kann ich den auch mit Einschränkungen nutzen? Für viele ist es noch so ein Thema, an dem banalen Beispiel Dusche oder Badewanne. Die Badewanne ist für viele ein Qualitätskriterium, aber die barrierefreiere Möglichkeit ist die Dusche. Ja? Und das sind so Themen, da muss man immer dran denken und vielleicht auch so das ein oder andere ursprüngliche Denken auf die Seite schieben und sagen, ich brauche eine Wohnung, wo ich bis so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt wohnen kann. Das ist eigentlich unser großes Thema. Ja? Herr Lilienthal, Herr Singh, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Ich glaube, wir könnten noch Stunden über das Thema Barrierefreiheit reden. Danke nochmals für den Besuch hier. Gerne.